Hallo alle zusammen. Ich habe vorher hier aus dem Stück Holunder ein Feuerbohrset gemacht. Ich habe dann nach 4 Versuchen habe ich das erste Mal eine Glut hinbekommen und daraus dann auch eine Flamme blasen können. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach nochmal und zeige euch, wie ich das Vogelnest baue und werde dann nochmal das Vogelnest entzünden mit der Glut, die ich hoffentlich beim 5. Versuch auch noch bekommen werde. Für das Vogelnest habe ich mir einfach trockene Gräser geholt und so Grassamen. Die haben einfach eine sehr große Angriffsfläche, dadurch, dass sie hier so fein verfasert sind, wo die Glut dann nachher einfach sehr gut Feuer fangen kann. Um da draußen ein Nest zu bauen, lasse ich das einfach so und nehme die langen Blätter hier und knicke das dann alles einmal zusammen. Das ist im Prinzip schon die Grundlage für mein Nest. Jetzt nehme ich mir einfach den Rest hier unten und binde es so ein bisschen fest. Und nehme dann eine Schnur, um das hier unten ordentlich zu fixieren. Jetzt nehme ich das Gras, was ich hier noch übrig habe, und reibe das einfach in meinen Händen, so dass es einfach schön klein und bröselig wird und auch eine große Angriffsfläche für die Glut nachher bildet. Das Kleingeriebene, wo so schön aufgefasert ist, dann nehme ich auch einfach und stecke es hier vorne rein. Alles, was hier oben absteht, genau das Gleiche. Was ich erreichen will, ist, dass ich hier innen, wie bei einem Vogelnest, so eine Kuhle habe, wo ich dann, wo der Vogel seine Eier reinlegt, hier lege ich halt die Kohle rein und drumherum ganz feine Fasern für eine gute Angriffsfläche und drumherum dann immer größer werden. So kann ich das einfach mit sämtlichen Sachen machen, was ich hier rumliegen habe. Kleinreiben und da reinstecken. So, dann bin ich mit dem Vogelnest erstmal fertig. Ganz wichtig ist, das als erstes machen, weil wie bei jeder Art von Feuer machen, ist die Vorbereitung der Schlüssel nachher zum guten Feuer. Wenn ich hier den Zunder vorbereitet habe, kann ich einfach die Glut nachher da rein tun, aber das seht ihr gleich. Also ich nehme jetzt hier meinen Bohrer und spanne den hier in den Bogen ein. Dann gucke ich, dass ich mit dem Fuß möglichst nah am Loch bin und setze einfach den Bohrer hier in das Loch rein. Meine Handplatte oben drauf und dann fange ich langsam an mit Bohren. Thank you.
Okay, das Loch geht nicht mehr. Das ist schon zu ausgebrannt. Ich werde einfach ein neues Loch anfangen müssen. Was aber ganz wichtig ist, den Abrieb, der hier entstanden ist, nicht wegwerfen, einfach behalten. Der glüht beim nächsten Mal, wenn es dann mal glühen sollte, einfach mit. Ich schnitze jetzt hier vorne die Spitze noch mal ein bisschen zu und mache dann einfach ein neues Loch. So, ich habe jetzt hier auf dem Holz mit dem Messer einfach so eine kleine Kuhle reingeschnitzt, dass der Bohrer ein bisschen reifen kann. Und hier oben sehr steil zugespitzt, dass ich wenig Reibung hier in dem Handteil habe. Und hier unten eher flacher, dass es viel Reibung hier drin gibt. Jetzt passiert was, was jedem passieren wird. Der Bogen ist einfach ein bisschen locker geworden. Ist kein Problem, muss man einfach die Schnur nachziehen. So, jetzt spanne ich den Bohrer wieder in den Bogen ein. Das heißt, ich wickel einfach die Schnur hier um den Bohrer. So, so muss ich das festhalten, weil das sonst gleich wieder zurückschnappt. Dann drücke ich das einfach hier in mein Loch rein, stelle mich wieder drauf und halte das Ganze mit dem Handteil fest. Jetzt bohre ich nur so lange, bis ich das erste Mal Rauch sehe, weil dann muss ich noch die Kerbe in das Loch, in das Bohrloch einschneiden. Das wird auch jedem passieren, dass der Bohrer das ein oder andere Mal einfach rausrutscht. Bildet sich so ein bisschen Rauch. Jetzt höre ich auf und schneide mit dem Messer hier einfach eine Kuhle in das Holz rein. Die ist dazu da, dass der entstehende Schleifstaub, wenn man es so nennen will, in die Kuhle fällt und sich da dann entzündet. Die Größe mache ich ungefähr ein Viertel des Kreises. Und je größer der Kreis natürlich mit dem Bohren wird, desto öfter muss ich auch nachschneiden und desto größer muss ich natürlich dann auch die Kuhle machen. Ich schneide die einmal von oben ein, dass der entstehende Staub rausfallen kann, und dann einmal breiter von unten, damit Luft an den Schleifstaub kommt, der sich entzünden kann. So, jetzt spanne ich es wieder in den Bogen ein. Ach nee, das mache ich die Schnur noch mal fester. Das mit der Schnur nachziehen ist eine sehr lästige Sache, aber ich habe noch keinen Knoten gefunden, der das auf Dauer aushält.
So. Jetzt habe ich hier unten auf dem Holzstückchen ein bisschen Glut. Und die nehme ich jetzt und lege die vorsichtig hier in mein Vogelnest rein. So. Dann schließe ich das Nest vorsichtig und blase ganz vorsichtig. Dabei halte ich das über meinen Kopf, damit der Rauch nach oben weggehen kann. So. So, wie ihr gesehen habt, ich habe, bevor ich das Video gemacht habe, schon wie gesagt 4 Versuche gebraucht. Dann hat es beim 4. Loch geklappt. Dann wollte ich es nochmal machen, hat wieder nicht geklappt, musste mal wieder ein neues Loch anfangen. Es ist tatsächlich so, das ist nicht einfach und es wird nie einfach sein, so Feuer zu machen. Und ich empfehle jedem, wenn er rausgeht, ein Feuerzeug mitzunehmen oder so einen Mischmetallstab. Es ist sehr schwierig, damit Feuer zu machen, und es ist noch schwieriger, wenn man das komplett aus einem ganzen Holzstück macht. Ich meine, wenn ich jetzt so ein fertig vorbereitetes Holz habe, ging es relativ schnell, wie ihr gesehen habt. Aber wenn ich das erstmal spalten muss, dann die Fläche rausarbeiten und den Bohrer rausarbeiten und alles, dauert sehr, sehr lange. Und ich weiß nie, ob es wirklich funktioniert. Aber es ist möglich, es braucht auf jeden Fall Übung. Und es braucht auf jeden Fall auch Ausdauer. Man muss wirklich darauf achten, wenn man den ersten Rauch sieht, nicht aufhören, weitermachen und dann wirklich so lange bohren, bis man nicht mehr kann. Und dann ganz vorsichtig den Bohrer rausnehmen, und dann hat man eigentlich relativ viel Zeit, weil sich so viel Staub gesammelt haben sollte, der dann glüht, dass man beruhigt sein Vogelnest holen kann und dann die Kohle da rein, die glühende Kohle da reinlegen kann. Wie ihr gesehen habt, habe ich so einen Holzspan einfach unter die Bohrfläche gelegt, wo sich dann diese glühende Kohle drauf sammeln kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen beim Feuerbohren, und ich hoffe auch, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzusehen. Ich sage nicht, dass es die einzige Art ist oder die richtige Art, wie man das macht. So mache ich das, so funktioniert es bei mir ganz gut. Falls ihr andere Ideen oder Anregungen habt, schreibt mir eine Nachricht oder einen Kommentar. Ich bin gespannt auf eure Anregungen, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.